Heute nehmen wir euch mit in die Saga Premium Class von Iceland Air. Welche Vorteile bietet die Saga Class? Wie war das Erlebnis? Und hat es sich für uns gelohnt? Gleich nach dem Intro. Im Juni diesen Jahres ging es für uns mit Iceland Air von Berlin nach Keflavik. Aufgrund der Pandemie hatte ich mich vor einiger Zeit für den Tarif Economy Flex entschieden. Da unsere Reise aber im Jahr 2021 aufgrund von Corona nicht stattfinden konnte, buchte ich für dieses Jahr die Flüge neu und konnte nun den Gutschein von Iceland Air hierfür verwenden. Während der Buchung fiel mir auf, dass der Differenzpreis von Economy Flex zu Saga Premium Flex nicht besonders hoch war. Konkret hat es sich in unserem Fall um 174 Euro, also um 43,50 Euro pro Person und Strecke gehandelt. Da es sich um eine Überraschungsreise zum Geburtstag handelte, gönnten wir uns hier gerne etwas Besonderes. Doch was genau bekommt man denn für diesen Aufpreis? Worauf wir uns vor allem freuten, waren zum einen die kostenlosen Mahlzeiten, die Fast-Track-Sicherheitskontrolle, die komfortablen Sitze, den Zugang zur Lounge sowie dem bevorzugten Boarding. Auf dem Hinflug hatten wir eine Boeing 737 MAX. Wie man auf der Website von Iceland Air sehen kann, ist die Bestuhlung in der Saga Premium 2-2 statt 3-3 in der Economy. Also ist der Sitzabstand hier schon mal größer, nämlich 40 statt 32 cm. Und die Sitzbreite ist auch um 3,2 cm breiter. Insgesamt gibt es hier 16 Sitzplätze in der Saga Premium. Die Fast-Track-Sicherheitskontrolle hat in Berlin aufgrund von Personalmangel leider nicht funktioniert. Wir haben hier 40 Minuten gewartet. Die Sitze an Bord waren sehr bequem, der Platz ausreichend. Es erwartete uns kostenloses Wasser sowie alkoholfreie Getränke und eine sehr gute Auswahl an alkoholischen Getränken sowie Snacks während des gesamten Fluges kostenlos. Der Bordservice startete mit einem Snack sowie einer sehr leckeren warmen Mahlzeit inklusive Dessert und endete mit einer Schokoladenpraline. Und das war das Menü. Ein Brötchen mit Butter und isländischem Vulkansalz, frischer Salat mit mariniertem, im Ofen gerösteten Hühnchen, Süßkartoffeln und Honig-Senf-Dressing. Als Dessert gab es Käsekuchen mit roten Beeren. So startet man doch gerne in den Urlaub. Unser Rückflug von Keflavik nach Berlin zwei Wochen später startete bereits um 7.40 Uhr morgens. Diesmal erwartete uns eine Boeing 767-300. Hier ist die Bestuhlung in der Saga Class 212. Der Sitzabstand und die Breite entspricht den gleichen Maßen wie auf dem Hinflug. In Keflavik ist das Saga-Erlebnis jedoch nochmal ein ganz anderes und viel besser als in Berlin, da man hier Zugang zur Lounge hat
und wir auch an der Sicherheitskontrolle und beim Boarding viel schneller vorankamen. Aufgrund der Lounge verzichteten wir auf das Frühstück in unserem Hotel, denn hier war dies kostenlos, beziehungsweise hatten wir es mit dem Ticketaufpreis bereits bezahlt. Man kann hier gar nicht so viel essen und trinken, wie angeboten wird. Das Buffet lässt keine Wünsche offen. Wir gönnten uns nicht nur ein leckeres Frühstück, sondern auch noch einen Powernap. Und dann ging es pünktlich zum Boarding. Nachdem wir gestartet waren und die Reiseflughöhe erreicht hatten, ging es mit dem Essen weiter. Wir bekamen ein zweites Frühstück. Danach fielen wir auf den gemütlichen Sitzen in einen angenehmen Schlaf und fühlten uns, in Berlin angekommen, rundherum ausgeruht. Unser Fazit? Für uns hat sich die Saga Premium Class auf alle Fälle gelohnt. So hatten wir einen tollen Start in den Geburtstagsurlaub und vor allem auf den frühen Rückflug nach einer kurzen Nacht mit wenig Schlaf haben wir den Aufenthalt in der Lounge und den Schlaf im Flugzeug sehr genossen. Es war überall ruhig, es gab kein Gedränge, kein Schlangenstehen und wir hatten einen erholsamen Schlaf auf bequemen Sitzen und kamen in Berlin wach und frisch an.